Platz da. Ja, hallo, ich bin der Blumenmann und heute habe ich euch mal wieder was Spezielles, und zwar ein Sargbouquet, das ich euch zeigen möchte. Ein Sargschmuck in einem Dekorett super. Das ist von der Smithson Oasis Firma, ein Ideal Max Life Unterlage, Top Qualität. Ich habe da unten mal Klebstreifen gemacht, damit sich diese Steckmasse dann auch gut auf der Sargunterlage oder auf der Sargoberfläche fixieren lässt. Und ich starte einmal mit dem Grünmaterial, damit diese Kreation sich dann auch super gut auf dem Sarg, wie soll ich sagen, dekorieren lässt oder sich schön an den Sarg schmiedigt. Es ist wichtig, dass wir, wenn wir so eine solche Kreation fertigen, schön nach unten arbeiten. Dadurch habe ich auch diese Unterlage schön auf einen Aufbau gemacht, so dass wir da sicher sind, dass nicht irgendwie die Kreation dann abstehend ist, sondern dass es wirklich eine wunderschöne Harmonie zwischen Sarg und dem Bouquet gibt. Ich habe da Oliven, ich habe Eukalyptus und ich habe Efeu. Mit diesen Materialien starten wir einmal unsere Kreation. Mit diesen Materialien schauen wir mal, dass wir da eine gute Basis hinkriegen, so dass es dann wirklich auch schön aussieht, wenn wir dann mit den Blüten reingehen. Bei einem Sargschmuck oder bei Trauerfloristik grundsätzlich achten wir darauf, dass wir offene Blumen verwenden, nicht dass wir da die geschlossensten Blumen in diese Kreation reinlegen, sondern dass wir wirklich schön darauf achten, dass die Blumen auch schon schön aufgeblüht sind. Ich habe da Lilien vorbereitet zum Beispiel, und diese Lilien, die haben mir brutal schlaflose Nächte gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, die wollen mir nicht aufblühen, und dann ist es schwierig, wenn du das Gefühl hast, es geht nicht, es klappt nicht, und trotzdem sollten sich natürlich die Blumen öffnen. Das ist immer so ein wenig tricky, aber ja, da müssen wir halt durch. Bei einem Sarggesteck gibt es natürlich verschiedene Varianten. Ich mache jetzt da eher so ein parallel gesteckte Variante, nicht zu hoch, dass wir da einfach so schön nach außen arbeiten. Es gibt natürlich auch die Drachenform, wo wir hier ein Drittel haben, dann zwei Drittel nach vorne, ein Drittel nach hinten. Das sagt man auch den goldenen Schnitt. Aber dieses Mal habe ich das Gefühl, machen wir einmal so ein richtig schön harmonisches Gesteck. Zum Beispiel im Herbst eignen sich hier super gut auch Hortensien, wo du wirklich gut einfach mal den Rand abdecken kannst. Ich habe jetzt da nichts solches und dadurch braucht es natürlich etwas mehr Grün. Das Grünmaterial, das sieht man am Schluss nicht mehr wirklich so gut, aber es ist halt wirklich einfach wichtig, dass man die Steckmasse schön abdeckt. Also ohne Abdecken der Steckmasse sieht es dann wirklich auch nicht schön aus. Wenn es irgendwie am Schluss so wie durchsichtig wirkt, das Gesteck, das ist dann nicht wirklich toll. Ja, du kannst mir schreiben, ob du schon mal sowas gemacht hast oder ob du jetzt einfach auf der Suche nach Inspirationen bist und einfach mal so ein wenig zuschauen möchtest, wie andere arbeiten. Bei allem Grünmaterial ist natürlich auch immer wichtig, dass wir da alles schön anschneiden, damit die Blumen oder auch das Grünmaterial nicht gleich austrocknen. Kannst natürlich auch sagen, ja, bei einer Grabdeko ist es nicht so entscheidend, wie lange die Blumen halten. Trotzdem werden die Blumen oftmals auch nach der Trauerfeier noch auf dem Grab belassen. Dann ist es auch wichtig, dass die Blumen natürlich sehr lange noch schön frisch bleiben. Wichtig ist, wenn wir so eine Kreation machen, dass wir da schön darauf achten, dass die Blumen nicht mehrmals eingesteckt werden, sondern dass wir da wirklich darauf achten,
dass die Blumen nicht mehrmals in das gleiche Loch eingelegt werden, sondern dass wir da wirklich schön Acht geben, dass wir einmal eine Blume reinlegen und dann ist auch schon gut, nicht, dass wir da so, sonst plötzlich ein lodeliges Steckmassenkonstrukt haben, wo wir dann nicht mehr gut arbeiten können. So. Die Form der Kreation wird auch von den Grünmaterialien natürlich vorgegeben. Das heißt also, wenn wir da mit dem Grünmaterial nicht feinsäuberlich arbeiten, haben wir dann am Schluss das Problem, dass die Kreation auch nicht schön aussehen würde. Also das heißt, ganz wichtig ist, die Form muss schon vom Grünmaterial aufgenommen werden. Anstelle von Efeu könnten wir natürlich auch Asparagus nehmen zum Beispiel. Wir könnten zum Beispiel auch, was könnten wir noch nehmen? Immer schwierig. Pfeffer hängt auch wunderschön. Also da gibt es ganz viele verschiedene Materialien, die sich da gut eignen würden. Ich finde einfach wichtig, dass man mal vom Anfang an einen anständigen Grünteppich hinarbeitet, so dass wir da wirklich nicht Angst haben müssen, dass am Schluss noch irgendwo ein durchsichtiges Stück ist. Der Weg zum Ziel ist manchmal brutal hart in der Floristik. Also bis du dann mal die Blumen einstecken kannst, braucht es da eine Weile. Aber wenn man dann alles schön aufgebaut hat, dann kann es schon losgehen und dann geht es meistens rucki zucki. Also dann ist es dann nicht mehr so ein Problem. Beim Eukalyptus, da schaue ich darauf, dass ich den auch so ganz einfach auseinanderschneide, weil wenn wir den so auseinanderschneiden, ist es ganz praktisch auch, damit wir da mehrere Stellen haben, wo die großen Blätter auch schön abdecken, diese Steckmasse. Wichtig ist auch, dass wir da Acht geben, dass nicht die Efeu nun unten sind, sondern dass wir die dann auch oben noch schön rein machen. Nicht, dass es so wie eine Zweiklassengesellschaft gibt, oben, unten, sondern dass wir da wirklich auch darauf Wert legen, dass das Efeu auch mal von oben schön nach unten kommt. So wie jetzt zum Beispiel hier, dass man sieht, ah ja, Efeu gibt es auch oben. So, jetzt starten wir mal mit den Blumen. Da habe ich so eine schöne rosa Rose. Wichtig ist, dass wir da verschiedene Höhen wählen, dass wir nicht alle Blumen auf der gleichen Höhe einlegen, sondern dass wir da wirklich schön darauf Acht geben, dass es ein Spannungsfeld gibt, nicht dass es da wirklich langweilig aussieht. Manchmal hat es bei den offenen Blüten auch einige nicht mehr so tolle Blätter, Blütenblätter, da muss man wirklich auch darauf achten, dass man die halt schnell ausputzt. Ich kommuniziere aber auch immer, dass ich bei Traufloristik eher offene Blumen verwenden will, damit wirklich auch das Sargbouquet oder auch der Trauerkranz einfach toll aussieht, weil der wichtigste Moment ist ja am Tag X und nicht in einer Woche. So, wir mal da so die Mitte ein wenig platziert. Bei den Lilien hatte ich wirklich ein wenig Probleme, dass die mir aufblühen. Das heißt wirklich immer so ein wenig tricky, wann nehme ich die an die Wärme, wann gebe ich ihnen warmes Wasser, wann
kaufe ich sie ein. Und da habe ich jetzt bei dieser Kreation auch wieder so meine Kämpfe, wo ich merkte, oh, ich mag ja Lilien, Lilien sind wunderschön, aber es ist wirklich manchmal zum Davonlaufen mit diesen Blumen, weil sie dann, wenn man sie braucht, auch nicht gleich parat sind mit dem Offenstadium, wo man sie braucht. Man kann da manchmal ein wenig dran rum manipulieren und schauen, ob wir das schaffen, irgendwie sie zu öffnen, aber es ist wirklich immer brutal tricky, dass sie genau am Tag X offen sind. Wenn du aber sagst, oh, ich habe da meine Geheimtipps, dann habe ich natürlich immer ein offenes Ohr, damit ich von dir auch lernen kann. Ganz wichtig ist jetzt auch, dass wir da nach unten arbeiten, das heißt also, dass wir da nicht einfach nur oben die Blumen reinstecken, sondern auch nach unten, so die Blüten einlegen, oder wenn wir da mal einen etwas zu langen Stiel haben, können wir den auch problemlos halbieren und dann unten ein, zwei Blüten wegnehmen und dann wieder einstecken. Wichtig ist, dass wir da harmonisch arbeiten, also wenn ich da fünf dunkelrosa Xanthini habe, dass ich da nicht alle auf einer Seite einstecke, sondern dass wir da wirklich auch darauf achten, dass wir die dann auf der anderen Seite auch noch einarbeiten können. Wir achten auch darauf, dass wir da verschiedene Blumenarten einarbeiten, also dass ich da lagende Blumen, aufrechte Blumen einarbeite, da kannst du wirklich auch ein wenig schauen, was habe ich noch Schönes oder was passt da noch wunderbar in diese Kreation rein. Jetzt siehst du das Wasserreservoir, das ist jetzt langsam aufgebraucht von diesem Dekorett, darum tropft es jetzt Wasser nach außen, das ist auch nicht größer ein Problem, sondern das ist einfach der normale Verlauf, weil man mit den Stielen natürlich Wasser aus der Kreation rausdrückt und somit kann dann das Wasser nicht mehr in der Steckmasse drin bleiben. So, heute habe ich da mir schön ein Tisch eingerichtet, wo ich wirklich schön ringsum laufen kann. Oftmals, wenn ich das hinten im Arbeitszimmer mache, dann muss ich da immer das Zeugs auch drehen und richten und machen. Heute habe ich gedacht, wenn ich es euch schon zeige, wie ich das mache, dann legen wir doch das einfach gleich so schön praktisch an, dass ich da ringsum laufen kann. So, was ich da auch noch habe, sind diese wunderschönen Gemini. Die sind da jetzt etwas doof, weil der Kopf da etwas hängend ist. Da muss ich wirklich gerade schön schauen, wo ist
der Verlauf dieser Blüte? Wo kann ich die gut einarbeiten, so dass es da nicht irgendwie doof aussehen wird? Früher hat man ja die Mini auch oftmals noch mit Draht versehen, dass es wirklich schön stabil war, diese Blüte. Auf das verzichten wir heutzutage, weil halt wirklich die Qualität dieser Blumen zugelegt hat und man da nicht immer noch Angst haben muss, dass sie nicht mehr lange schön bleiben und hängen. Diese Polyantha-Rosen finde ich immer super praktisch bei solchen Kreationen. Da muss man nicht Angst haben, dass man da irgendwie zu wenig Blüten hat, sondern die kann man auch gut mal auseinanderschneiden und dann hat man nochmals etwas mehr Reserve an Blumen. Immer muss natürlich darauf geachtet werden, dass man da wirklich schön sorgfältig die Blüten einlegt. Auch dass man nicht die Lilien zum Beispiel, die sind etwas anfällig, wenn man da blöd anschlägt, dass sie dann zerstört werden, sondern dass man da wirklich schön Acht gibt, dass man da sorgfältig ist. Ich kann natürlich auch sagen, zum Beispiel, wir nehmen hier rein noch Schleierkraut, das ist etwas auflockert. Man kann zum Beispiel auch sagen, wir nehmen da rein noch irgendeine andere lockere Blume. Ich habe mich da dagegen entschieden, sodass es wirklich schön harmonisch in Rosa aussieht. Wichtig ist auch immer, dass man schön den Überblick hat, wie viele Blüten habe ich noch zur Verfügung, wie viele Blüten brauche ich da noch und wie viele Blüten habe ich schon verarbeitet auf einer Seite, sodass man da nicht plötzlich die Überraschung erlebt und merkt, Scheibe, ich habe für die andere Seite zu wenig Blumen und dann muss man dann irgendwie improvisieren, sondern dass man das immer schön im Blickpunkt hat auch. Nelken werden hier sicherlich auch ganz praktisch. Da habe ich das Gefühl gehabt, die Kundin möchte lieber keine Nelken. Dann bin ich auch zurückhaltend. Für viele Leute ist ja die Nelke eine Trauerblume. Ist ja hier auch passend, aber ja, habe ich dann gedacht, nein, verzichten wir lieber. So, du siehst, nun habe ich das Gefühl, haben wir da die erste Seite schon mal schön hingekriegt. Ich hoffe, die erste Seite gefällt dir. Jetzt drehe ich das Ganze trotzdem, damit ihr nochmals etwas besser und spannender auf die zweite Seite auch mitschauen könnt. Schon nur der Transport von einer solchen Kreation ist immer etwas tricky, damit man da nichts zerstört und so, sondern dass man da wirklich schön das Ganze transportieren kann. Auch auf dieser Seite habe ich natürlich, ja, wie du siehst, da einiges an Material schon
eingearbeitet. Wichtig ist auch, dass wir da hinkriegen, dass wir da auf beiden Seiten ungefähr gleich weit nach außen arbeiten. Das heißt also, dass wir da nicht irgendwie das Gefühl haben, eine Seite ist dann breiter als die andere, sondern dass wenn man da von oben herabschaut, dass man sieht, okay, es ist schön harmonisch gearbeitet. Wenn du jetzt hier ein Krüsimissi mit den Spielen machst, dann hast du relativ schnell mal auch Probleme beim Einstecken der Blumen. Wenn du aber schön alle Blumen in die gleiche Richtung einsteckst, dann sollte es absolut kein Problem sein, auch diese Stiele alle einzuarbeiten. Vielleicht auch, das sieht alles so einfach aus. Es ist natürlich langjährige Übung, langjährige Erfahrung, die ich da habe. Aber ich denke mal, wenn man sich Mühe gibt, wenn man sich Zeit nimmt, dann schafft man das auf jeden Fall auch. Das Wichtigste ist wirklich, der schräge Anschnitt, damit die Steckmasse wirklich schön weggedrückt wird und nicht, dass man da mit einem flachen Anschnitt versucht, irgendwie in die Steckmasse reinzustoßen. Muss man auch ein wenig nachhelfen, wenn man zum Beispiel etwas festdrücken muss. Es ist ganz wichtig, dass man dann dieses Dekorett auch ein wenig hält, nicht dass man das plötzlich vom Sockel drückt und dann hat man alles am Boden. Aber das sind ja Sachen, die ich euch eigentlich nicht erklären muss. Schau mal schnell wegen der Form. Die Form, die passt. Wenn man mal das Gefühl hat, oh, eine Blüte ist etwas zu hoch von der Lilie, dann kann man das auch problemlos wegknipsen und dann können wir diese Blüte auch noch praktisch da einlegen. Ich habe da von diesen Rosen 20 Stück. Ich hätte auch noch andere Rosen, die ich da problemlos einarbeiten könnte, aber ich habe mich entschieden, wenn ich da zum Beispiel von einer Sorte noch 6 Stück Resten habe, habe ich das Problem, dass es dann plötzlich so aussieht, wie ich die Resten verarbeitet hätte. Und das will ich nicht. Ich möchte lieber, dass der Kunde denkt, wow, ist es einfach wunderschön. Und nicht, dass er bemerkt, ah, hier hat er noch Resten eingearbeitet und hier hat er noch irgendwo eine Rose rumstehen gehabt und die hat er jetzt da auch noch
mir in diese Saatschmuck eingearbeitet. Also da ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich lieber einmal auf eine Rose 2 verzichte, welche ich da einarbeite und dafür halt auch mal etwas wegwerfe. Weil das muss man sich ja ganz klar bewusst sein, in einem Blumenladen wird auch, ja, leider immer wieder Blumen weggeworfen, weil man da einfach nicht alles bearbeiten kann, was man einkauft. Das ist die Realität, das liegt nicht an meinem Blumenladen hier in Großvorstädten, sondern das liegt eigentlich einfach an der Natur, dass man halt damit Frischware arbeitet und nicht das Material immer ewig lagern kann. So, du siehst, die Kreation, die nimmt definitiv Formen an. Ich hoffe, du kannst jetzt schon einen Daumen nach oben für diese Kreation da lassen. Du darfst mir gerne in die Kommentare schreiben, was dir gefallen hat und was dir gefällt an dieser Kreation oder wo du den Hebel anders ansetzen würdest, was du anders. Jetzt siehst du natürlich gerade nicht. Der Laser ist nicht mein Vater. Genau. So, wir kommen da noch zu den Abschlussarbeiten, wo wir da wirklich noch schnell die einzelnen Löcher stopfen. Schnell schauen, wo haben wir da noch unreine Stellen, wo können wir da noch etwas optimieren, verbessern. Das ist ja immer so das Wichtigste, dass wir am Schluss sagen können, wow, ja, das ist toll.
mit dem letzten Eukalyptus vollende ich diese Kreation. Ich hoffe ganz fest, es hat dir Spaß gemacht, hier bei mir beim Blumenmann zuzuschauen und zu erleben, was alles hinter einem Sargschmuck steckt. Das war jetzt wirklich ein klassischer, einfacher Sargschmuck. Einfach ist es nicht zu machen, aber einfach von der Variante her. Ja, wenn du sagst, wow, das war wirklich toll, dann sagst du mir das bitte in den Kommentaren. Schön warst du mit dabei bei mir. Schön hast du da dir Zeit genommen, zugeschaut. Und ja, ich höre gerne, was du zu meiner Kreation sagst. Ich habe ein offenes Ohr und sage dann einfach tschüss und weg. Sagt der Blumenmann, bis zum nächsten Mal wieder.